Hi Freunde! Hi aus Kampot! So, wir haben es geschafft nach 2 Wochen Cap, dass wir mal unsere werten Herrscher nach Kampot bewegt haben. Und jetzt haben wir völlig stilsicher, wie ihr das vielleicht schon gelesen habt, haben wir das mit dem Tuk-Tuk gemacht. War eine coole Erfahrung. Eine gute Nachricht, unsere Pässe haben wir zurückgekriegt, wohl halt dann mit einem Tag Verspätung. Jo, aber wir haben sie zurückgekriegt, das ist ja schon mal gut. Visa hat auch geklappt. Visa hat auch geklappt, ja, also alles okay, wir sind nicht illegal im Land. Ja. Kampot ist da, wo der Pfeffer wächst, für die, die es noch nicht wussten. Pfefferfarm gucken wir aber keine an, weil wir keine Zeit dafür haben. Ja. Ja. Wir sind hier in Kampot in dem Hauptort angekommen. Wir werden auch hier 3 Tage sein. Ja. Ja, 3 Tage. Wir werden auch keine Pfefferfarm angucken gehen. Ja. Wir werden euch hier ein bisschen was vom Ort zeigen. Wir sind ein bisschen rumgelaufen. Und bevor wir jetzt weiter quatschen, so sieht Kampot aus. Bitteschön. Ja, Freunde, so schaut es hier aus. Kampot finde ich, also ich habe es jetzt als sehr touristisch empfunden, du wahrscheinlich auch. Ja, aber es ist immer noch chillig. Es ist sehr chillig, ja. Vor allem abends auf den Booten, die ihr gesehen habt, das direkt hier am Fluss, das ganze spezielle Atmosphäre. Auch tagsüber, am Anfang hat es mir gar nicht gefallen, weil halt von der Stadt rein und von dem chilligen Cap hier in diese bisschen busy Stadt rein. Und wir waren ja auch noch auf Rabbit Island. Der Video folgte aber noch, das war eine Insel ohne Strom und ohne WLAN und weiß nicht was alles. Ohne alles. Ohne alles, ja. Und danach war der Kontrast halt, jo, ein bisschen krass. Jo, nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier diese paar Tage. Wir werden hier auf jeden Fall noch die Boko Hill Station in Augenschein nehmen. Wir haben darüber gelesen, dass sie renoviert werden sollte. Das ist ein altes Casino. Altes Casino plus eigentlich eine alte Stadt und ich glaube, die ist aus den 60ern. Ja. Soll eine ganz coole Atmosphäre sein und wir gehen jetzt mal gucken, ob die da noch ist oder ob die da nicht mehr ist. Oh, Nippelblitze. Ja, ob das noch so ist, wie man das eigentlich von den Berichten kennt. Wir haben eigentlich entgegen, was wir sonst machen, dafür werden wir morgen eine Tour buchen, weil es halt preislich günstig ist mit 13 Dollar, was wir dafür bezahlen und wir vieles davon sehen. Ja, speziell hier noch zu Kampot zu sagen, die Stimmung abends ist echt ganz cool. Ja. Da kriegt das nochmal ganz einen anderen Flair. Wir werden jetzt diese 2 Tage hier mal noch verbringen und dann geht es weiter wieder Richtung Küste. Richtung Küste, also wir sind ja quasi an der Küste, aber nachher geht es wieder auf die Insel. Ja, nachher geht es wieder auf die Insel und da werden wir uns dann nachher wieder melden. Jo, somit war es das eigentlich zu Kampot. Eben wie gesagt 3 Tage, dass wir da alle Eindrücke mitnehmen können, das ist ein bisschen unrealistisch. Aber halt, was wir jetzt hier so bei der Durchreise sehen, das lassen wir euch wissen oder haben wir euch jetzt wissen lassen. Und somit melden wir uns dann wieder von der nächsten gechillten Insel. Ja. Ja. Hast du irgendwas noch, was dir auf dem Herzen liegt? Nein. Hunger? Ja, Hunger. Also wir gehen jetzt essen. ja, vielleicht noch was zum Essen. Die Restaurants hier haben wirklich ganz coole Namen. Zum Beispiel Pippis Viking oder The Rusty Keyhole. Bei Pippis Vikings gibt es so Essen wie Odins Balls. Was das ist, überzeugt euch selber davon. War wirklich ganz lecker. Ja, wir gehen jetzt mal essen. Und melden uns dann von der nächsten Station. Jo, danke fürs Einschalten und bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.